Oh, guckt euch die Schwerter an. Richtig coole Dinger. Oh, guckt euch das an. Ein Spalter. Leute, das ist ein Spalter. So, einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zurück auf meinem Kanal und hier bei diesem Projekt Kingdom Come Deliverance. Inzwischen auch schon der 10. Part und zuallererst gehen wir jetzt mal runter, Leute, und abonnieren meinen Kanal. Dankeschön. So, nein, Spaß. Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben vor dem Haus des Henkers und wir sollen für unserem lieben... Mir ist der Name entfallen, tut mir leid, ich hab's einfach überhaupt nicht mit Namen. Das dauert bei mir immer erst so 20 Parts, bis ich mal einen Namen im Kopf hab. Herr Ratzig, den Kopf hab ich noch, den Kopf. Den Namen hab ich noch im Kopf, dem wir das Schwert schulden. Aber jedenfalls für den, dem aus der Mühle, der uns versorgt hat 2 Wochen lang. Der sorgt 2 Wochen lang für uns und ich weiß nicht mehr mal sehen seinen Namen. Egal. Leute, wir sollen für ihn den Ring stehlen. Das ist nun mal jetzt, die, Sachlage. Und, ach, das ist der Hof, wo die Hunde das letzte Mal gebellt haben. Gut. Den Huhn können wir nicht klauen. Wir sollen ihm den Ring klauen. Und ich frag mich... Ne, das ist natürlich... Was ist hier los? Ja, ja, guck mal, die Frage. Ich bin in einem Bereich. Das ist die Truhe. Der ist da hinten drin. Aber wir haben keinen Dietrich, ne? Nee. Sonst hätte ich den jetzt einfach aufmachen können. Scheiße. Was machen wir denn jetzt? Warte mal. Geht das? Das geht tatsächlich nicht. Nee, das wäre es jetzt echt gewesen. Na du? Hast du einen Dietrich dabei? Auch nicht. Ja, cool. Ja, eigentlich nicht cool. Was machen wir denn jetzt? Ja, warte mal. Oh, guck mal die ganzen Aufträge, die wir hier in der Stadt haben. Ist das... Das ist die, wo wir am Anfang waren, von da, wo wir abgehauen sind, stimmt's? Ich könnte da auch hinreisen. Da hat's garantiert einen Händler, aber das, ich muss natürlich dann auch alles wieder da hochlaufen. Wobei, das ist kein weiteres Stück. Ich rede mal mit dem Henker. Zeig mal her. Also die Schweine sind auf jeden Fall nicht tot. Komm mal her. Nee, der ist hier gar nicht. Ich habe gar keinen Dietrich. Ah, hier ist er. Ich will mit dir reden. Versuche ihn aus dem Haus zu locken. Kürzlich hast du diesen Verbrecher begraben. Vielleicht kriegen wir ihn auch anders, den Ring. Das mag etwas seltsam klingen. Aber du hast doch neulich diesen Schurken begraben. Er war mein Freund. An seinem guten Herz appellieren. Er hat 3 Kinder hinterlassen. Und da dachte ich, es könnte sie trösten, wenn ich ihnen den Ring brächte, den er in seiner letzten Stunde trug. Bestimmt hast du das Kleinod nicht zusammen mit ihm verscharrt. Kinder, sagst du? Du hast recht, ich habe den Ring. Aber er ist Schund. Du kannst ihn für ein paar Groschen haben. Ja, danke, komm, da machen wir es so. Ich bin nicht interessiert. Kannst du dich vielleicht entscheiden, was du willst? Ja, ey, ich will den Ring doch haben. Hä? Nimm doch den Ring. Verschwinde! Wieso kann ich denn jetzt... Hä? Ich will mit dem reden. Hallo? Welchen Teil davon begreifst du? Ja, komm mal raus. Ich will mit dem reden. Suchst du nach mir? Ja. Wieso kann ich denn jetzt nicht mehr mit dem reden? Was ist los mit dir? Ja, super. Wenn er sagt, für ein paar Groschen hätte ich ihn haben können. Ja, scheiße. Ich habe keinen Dietrich. Also müssen wir schnell in die Stadt, Leute. Und einen Dietrich schnell erstmal besorgen. Machen wir das mal. Okay. Ah. Halt! Wer bist du und wohin willst du? Heinrich, der Sohn des Skalitzer Schmieds.
Ich möchte zu meinem Lehnsherrn, Razzig Kobilla von Dvojitz. Sicher. Und ich bin der Papst. Was willst du von seiner Lordschaft? Und wieso glaubst du, dass er dich empfängt? Ich muss mir den Herrn sagen, was mit seinem Schwert geschah. Ich bin Herrn Razzigs Schmied. Lass mich rein. Nee, ich geb dir noch kein Geld. Ich bin sein Schmied. Nein, das Oberste mache ich. Ich muss Herrn Razzig sagen, was mit seinem Schwert geschah. Ich sehe vielleicht nicht danach aus, aber ich weiß, was Ehre und Pflicht bedeuten. Und meine Pflicht ist es, ihm zu sagen, was mit seinem Schwert geschah. Also gut, geh schon. Aber gib nicht mir die Schuld, wenn Herr Razzig dir das Fell geerbt. Sehr schön. Jetzt suchen wir aber als erstes mal schnell einen Händler hier auf. Warum öffnet sich denn... Aha, ich habe das Falsche gedrückt. Das machen wir noch mit... Reden tun wir noch mit dem, aber ich möchte jetzt erstmal... Ah, das ist ein Bettler. Einen Marktplatz möchte ich gern haben. Ah, das ist überhaupt gar nicht die Burg, wo wir am Anfang waren. Das ist eine andere. Ich bin ganz woanders. Ich bin ganz woanders. Oh Gott, ich bin ja ganz da unten. Ist ja extrem weit weg. Hier haben wir einen Schmied. Mit dem kann man sicher handeln. Oh, geil. Ich würde mega gern mit dem Bogen hier mal kämpfen. Oh, guckt euch die Schwerter an. Richtig coole Dinger. Oh, guckt euch das an. Ein Spalter. Leute, das ist ein Spalter. Nein, wie geil. Oh, der sieht aber auch geil aus. Ein Jagdschwert. Also komm, lasst mal handeln mit dem. Beste Grüße. Reparatur. Lass uns... Wieso kann ich nicht handeln mit dem? Ah doch, es geht ja. Hä, komisch. Oh, guckt euch dem seine Waffen... Oh, aber auch, was die kosten. Also gut, wir verkaufen mal. Was hat der an Geld? 1.500. Ah, ich kann aber auch nur meine Waffe... Oh, nee. Ich kann aber auch nur mein Schild und meine, Ja, nee, das kann ich nicht gebrauchen. Scheiße. Oh, guck mal die Äxte hier. Hier Streitkolben. Hey, pass auf. Ja, ich guck mich nur um. Mega geil, Leute. Mega geil. Boah, hier kann man sicher auch schmieden später. Guck mal, Langschwerter. Boah. Oh, guck dich das an. Stehlen. Ja, bestimmt stehle ich das jetzt. Der nimmt mich doch voll auseinander. Okay. Habe ich den Schmied markiert auf der... Ja, der ist markiert. Sehr... Oh, Leute, ich freue mich drauf, wenn wir so weit sind. Oh, hier ist ein Händler. Brot! 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 Lass uns handeln. Ah, hier können wir Nahrung verkaufen. Okay, komm. Wenigstens... Ja, easy. Warenkorb prüfen. Handel abschließen. Wo kann ich den ganzen Krimskrams verkaufen, den ich hier im Inventar habe? Die Rüstung und so. Okay, dann müsste ich zu einem Rüstungsschmied. Das ist ein Händler, also ein Waffenschmied. Oh, es wird auch langsam Abend, das ist nicht gut. Hier hat es wieder Händler. Da haben wir einen Marktplatz. Hier kann ich vielleicht ein paar Sachen loswerden. Und vielleicht auch Dietriche kaufen, Leute. Sei gegrüßt, mein Freund. Gott sei mit dir. Mit dir auch, mein Freund. Gott sei mit dir. Lass uns mal handeln. Oh, yes. Ah, nee, das ist das, was der verkauft. Ah, super. Also. Verkaufen wir. Die haben wir an. Verkaufen wir. Schon 22 kriegen wir dafür. Nicht schlecht. Die hier verkaufen wir. Die Schaufel brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr. Das Schild, das tragen wir. Das würde ich aufheben. Uralte Karte. Ja, das leben wir noch auf. Der Wappenrock. Nein, den verkaufe ich, komm, scheißegal. So. Warenkorb prüfen. Wir kriegen 42 Goldstück oder keine Ahnung was. 42 Stücke kriegen wir dafür. Zeig mal her, Inventar. Wo ist unser Geld? Irgendwo. Ah, hier. 58,5 haben wir. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ey, guck mal, die Karten, die sind 100 wert. Lesen. Ah, da ist ein Schatz versteckt wahrscheinlich. Können wir irgendwann mal machen. Aber jetzt gerade noch nicht. Aber ich heb die noch auf die Karten. Die wiegen ja nichts. Genau, noch gucken, ob der Dietriche hat. Weil wir müssen erstmal einen Auftrag jetzt mal abschließen, ne? Nee, der hat keine. Aber Pfeile. Also wenn es hier Pfeile gibt, dann kann man auch irgendwo einen Bogen kaufen.
Langstreckenpfeil. Oh, der hat einen Haufen Zeug, Leute. Wundenpfeil. Mega krass. Aber seht mal hier, der hat keine Dietriche. Ist das auch ein Händler hier hinten? Nee. Hey, pass auf! Ja, ja, alles gut, Leute. Ja, tut mir leid. Okay, geil. Leute, die Stadt ist richtig, richtig geil hier. Ein bisschen wenig los, aber es ist auch schon Abend. Das ist ein Lebensmittelladen. Nee, wir haben ja noch Essen dabei. Und so schnell kriegen wir anscheinend aber auch nicht Hunger. Wo kriegen wir denn jetzt Dietriche her? Aus Galitz stamme ich. Und ihr wisst schon. Der stammt aus meiner Heimat. Ja, okay. Nee, ich brauche jetzt gerade selber Geld. Tut mir leid, auch wenn es ein bisschen hart rüberkommt. Ich brauche jetzt auch noch Geld. Ich muss erstmal gucken, dass ich meine Schulden loswerde. Fleischer. Metzger. Nee, das brauche ich auch nicht. Wir brauchen Dietriche. Au, ah, verdammt. Wir brauchen Dietriche, Leute. Ah, da der Metzger tatsächlich. Apotheke. Da kriegen wir Heiltränke wahrscheinlich. Und das da war? Schreiber. Wofür braucht man denn einen Schreiber? Lass mal gucken. Moin, moin, Leute. Ich hab einen Auftrag. Der hat Schilde. Komm mal her. Ich will mit dir reden. Zeig mal her. Guten Tag. Guten Tag, mein Freund. Lass uns handeln. Oh, der hat Rüstung. Aber was für... Oh, guckt euch das an. Oh, wie geil. Richtig geil. Oh, ich will gar nicht gucken. Das können wir uns eh alles noch nicht leisten. Kleines Rüstungsset. Oh, wie viel der hat. Hat der Bögen? Das wäre natürlich mega geil. Aber richtig coole Schilder auch noch. Oh, 1,7k. Eine richtig krasse, fette Rüstung hat der. Guck mal, was wir bei dem verkaufen können. Nicht so viel. Nee, aber das haben wir alles an, was wir hier verkaufen könnten. Okay. Aber Dietrich hatte jetzt auch nicht gehabt, ne? Es wird Abend. Och Mann, ich würde gern... Ich guck nochmal bei dem Waffenschmied, ob der vielleicht die... Der hat geschlossen. Wir müssen warten. Also warten wir mal... Einfach jetzt draußen warten, bis es morgen wird, Leute. Ach, guck mal, das ist immer noch gerissen. Aber nein, ich behalte das an. Das ist mein Markenzeichen hier. Das rote Hemd. Das ist mein Markenzeichen. So. Na, wir haben noch gut Zeit. Ich will einfach nicht über eine halbe Stunde gehen, sonst geht das zu lang, die Parts. Boah, wir haben ganz schön Hunger jetzt dann. Energie. Geht die hoch oder runter? Die geht runter, weil wir hier wahrscheinlich... Nee, die geht hoch. 55 Energie. Haben wir's? Jetzt haben wir Hunger. Komm, wir essen noch schnell was. Wir haben ein paar Brötchen. Sehen wir hier auch irgendwo den Hunger? Hier sehen wir unsere Stärken und alles. Hier haben wir den Hunger, genau. Oh, das Brötchen bringt nicht. Ah, oh, das hat noch genug gemacht. So. Hat der. Wann macht denn der auf? Menno, müssen wir noch eine Stunde warten oder so? Komm, wir warten schon mal 2 Stunden. Ich bin echt gespannt, was uns das alles hier noch bringen wird und was das. Ey, habt ihr mal gesehen, wie viele Aufträge hier es in dem Ort gibt? Das ist ja übelst krass. Ich habe mal bei Kronk habe ich ja das Preview zu dem Game gesehen, wo ja einer der Entwickler mit dabei war. Und ich glaube, das war ein Entwickler gewesen. Ja, und der hat gesagt, die haben über 100 Stunden, glaube ich, Cutscenes aufgenommen. Aber die kommen natürlich nicht alle vor hier im Spiel. Natürlich nur, also die kommen schon alle vor, aber wenn man nur die Hauptstory macht, eher weniger. Sondern eher so ein bisschen mit den Nebenquests. Guck mal her. Hat der Dietriche? Gott sei mit dir. Gott sei mit dir, mein Freund. Nee, aber auch nicht, gell? Kleines Schmiedeset. Boah, richtig geile Waffen. Dietriche. Nee, der hat gar nichts. Ja, scheiße, wo kriege ich denn das Dietriche her? Schneiderer? Ah, das hieß nicht Schreiber, sondern Schneiderer. Schleifstein?
Waffenschmied, Krämerer, Händler. Ja, das ist einfach ein normaler Händler. Ja, eigentlich. Was kann ich für dich tun? Guck mal her, was hast du? Guck mal, was der hat. Guten Tag. Das ist ein normaler Händler hier. Lass uns handeln. Die sieht cool aus. Aber die kostet wieder auch mega viel. Ich habe gerade mal 8 und 5. Wieso ist das denn auch alles so teuer hier? Der hat nichts. Holzkohle. Kamille. Wieso hat denn kein Schwein hier Dietriche? Können wir bei dem noch irgendwas verkaufen, was Unnötiges? Die sind mega viel wert, diese Schatzkarten. Aber wenn die schon so viel wert sind... Guck mal, die sind ja... Der 22, der andere wollte 100 doch dafür. Egal, auf jeden Fall, dann sind aber auch wirklich coole Sachen vielleicht versteckt, wenn die schon so viel wert sind. Toll. Hat's noch... Hat's noch mehr Händler? Nee, nicht wirklich. Pranger. Oh, was ist das hier? Kirche. Ja, aber die machen hier doch eher Tränke und so Zeug, oder? Ja, guck mal, der hat so Alchemie, Gütiger genau. Gott, du bist ja quietschfidel. Als ich dich das letzte Mal sah, dachte ich schon, ich müsste den Pfarrer kommen lassen. Ah, der hat uns gepflegt wahrscheinlich. Ich bin wieder gesund. Ich fühle mich wie neu geboren. Freut mich, das zu hören. Okay, ja, wegen den Schulden rede ich dann nochmal. Irgendwann mal, ne? Aber jetzt brauche ich Dietriche, Leute. Ich habe einen Auftrag und den will ich erstmal fertig machen. Hä? Wo kriege ich denn... Hey! Läden machen. Da ist die Kirche. Das ist der Metzger? Ey, ich bin hier in der Stadt und kriege hier keine Dietriche, oder was soll das? Was ist hier los? Schrei doch nicht so rum. Scheiße. Gibt es ein Problem? Ich brauche ja die... Also, ich... Oh, wir werden müde, merke ich. Also ein klein wenig. Hier hat es nochmal Lebensmittel. Oder oben hat es noch einen Händler. Ist das ein Bäcker? War das ein Brezel? Ein Bäcker, ja. Bei dem kriegen wir keine Dietriche. Da hat es auch nochmal einen Laden? Zum Glück sind die alle so schön ausgeschildert. Was ist das hier? Keine Ahnung. Lass mal reingehen. Händler-Taverne. Ist hier jemand? Aber ich darf hier sein. Es ist also nicht verboten. Okay. Wir haben einfach aus dem Topf gegessen. Ist ja krass. Ist hier niemand zu Hause? Du bist in einem privaten Bereich. Seht ihr, wenn ich jetzt Dietrich hätte, könnte ich jetzt ein bisschen hier Zeug aufbrechen. Aber ich habe keine. Schloss knacken. Das ist ein Wirt? Ja, reden wir. Was ist das? Ein Bürger. Guten Tag. Guten Tag. Ich will handeln. Ja, okay, als ob ein Wirt Dietriche hätte. Klasse. Das ist anscheinend hier Mangelware oder kommt mir das echt nur so vor? Das können wir höchstens nochmal da oben nachschauen. Oh, beim Jäger sind wir. Wart. Ey, ich will einen Bogen. Ja, wir haben wahrscheinlich kein Geld dafür. Gott sei mit dir. Lass handeln. Oh, der hat Bögen, Leute. Oh, wie geil. Oh, die sind aber zu teuer. Ja, okay. Aber irgendwann, Leute, irgendwann hole ich mir die. Sogar Schatzkarten hat der. Irgendwann hole ich mir die, ganz ehrlich. Ja, aber mehr... Oh, was können wir denn jetzt machen? Wir könnten den Henker umbringen, im schlimmsten Fall, gell? Ganz ehrlich. Der hat sicher einen Schlüssel dabei.
Aber da kommen die Hunde ja auch noch auf uns los. Was haben wir hier? Schießstand. Gelobt sei Jesus Christus. Lass uns handeln. Dolch. Der ist sogar nicht mal so teuer. Der Händler hier. Schilderpfeil. Der hat alles so ein bisschen. Okay. Ja, nee. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Okay, was... Ja, ich denke, dass wir den umbringen müssen dann im schlimmsten Fall jetzt, ne? Hier oben könnten wir höchstens noch nachschauen. Aber hier ist nichts mehr. Scheiße, ich wollte ihn nicht einfach umbringen eigentlich. Schuster. Wo? Ah, das hier. Der macht Schuhe. Echt? Einfach nur ein Laden nur für Schuhe? Das gibt's hier? Gott behüte dich. Ja, der hat nur Schuhe, ja? Ich könnte ja auch einfach die Dinger klauen, weißt du? Vielleicht so in der Hintergasse, wisst ihr? Das ist eine Wache. Eine Schenke. Was ist das? Guten Tag. Ah, mit dem können wir würfeln. Kannst du echt mit jedem hier reden, dass der Wirt? Gott sei mit dir. Ah, wieder Jamie Foxx seine Stimme. Lass uns handeln. Bring mir jemand irgendwas Hilfe. Braucht hier irgendjemand Hilfe? Ah, nee, das mache ich jetzt noch nicht. Nein. Mann, wo kriege ich denn Dietriche her? Hier müsste das doch irgendwie so eine Art Diebesgilde oder ich weiß doch nicht. Ja, wieder Schloss knacken, hab wieder keine Dietriche mehr. Mann, der... Unser Kollege will ja unbedingt, dass wir, der Alte, ich weiß gerade nicht mehr, wer er heißt. Der will ja unbedingt, dass wir in den Ring besorgen. Er hätte uns ja wenigstens ein paar Dietriche geben können. Darf hier nicht sein. Toll. Ja, die werden auch. Die meisten Kisten hier sind auch alle abgeschlossen. Ich kann auch nicht einfach in die Kisten gehen. Ich glaube, ich muss den umbringen, den Typen. Tut mir jetzt aber schon ein bisschen leid. Weil vor allem greifen mich dem seine Hunde dann garantiert auch noch an. Sehe ich jetzt schon. Bäcker kriege ich sicher mal keine. Zeig nur auf der Karte. Wartet mal. Oh, dein Charakter. Nee, ich dachte, im Codex steht vielleicht was zum Thema, Jäger. Schlossknacken, habe ich gedacht. Schlossschmiede! Genau! Auch wenn wir von verschiedenen. Die machen Schlösser. Also wenn die keine, aber ich weiß nicht, ob die Zeit überspringen. Schlösser. Ja, das bringt mir nichts. Kannst mir ja nicht sagen, dass die hier... ich bin ja Level Up. Ich kann ja da ein bisschen Zeug verteilen. Stärke. Ah, hier kann ich was lernen. Fest im Griff. Hauptstufe. Speer. Oh, da kann ich die Klassen auswählen. Leute, machen wir noch. Ich möchte jetzt aber als allererstes schnell noch den, hier sehen wir auch die ganzen, Orte, die es hier gibt. Einen Ort haben wir noch nicht erforscht hier. Und einen interessanten Ort gibt es hier auch noch.
Aber mehr gibt's hier nicht. Schade. Ja, easy. Ich glaube, wir gehen, wir reisen trotzdem jetzt wieder zurück zu dem Ort, wo wir am Anfang waren, zu unserem Kolleg. Und dann schauen wir mal, ob wir da einen, ein paar Dietriche bekommen. Ich gehe mal hier hin zum Gerber. Wo ist denn das? Schon in die richtige Richtung laufe. Nee, wir müssen hier runter. Da, genau. Steht eigentlich unser Kollege immer noch da? Nee, der läuft da. Vielleicht kann ich auch mit dem handeln. Das wäre natürlich ganz toll. Ich kann mit dem gar nicht reden. Jetzt geht's. Kann ich was fragen? Ich habe genug Geld, um meine Schulden zu begleichen. Kann ich dich was fragen? Ja, nee. Das wäre alles. Ich will die Schulden nicht mit meinem Geld zahlen. Ich brauche mein Geld. Hat der hier Dietrich irgendwo rumliegen? Da können wir was essen. Das ist ja unser Zuhause, so erstmal vorerst. Ich könnte natürlich auch ein paar Sachen hier mal ablagern. Keine Dietriche. Ja, was mache ich denn, wenn ich keine Dietriche habe? Soll ich den Typen jetzt echt umbringen? Es tut mir halt echt leid, aber ich mache das jetzt. Ich gehe jetzt noch zu dem Gerber da hoch und ansonsten lege ich den jetzt um. Das ist traurig, aber ist jetzt wahr. Sind wir richtig, gell? Ja. Nee. Leute, ich leg den um. Ist mir egal. Wobei hier noch Ortschaften sind, aber ich glaube nicht, wenn ich schon in der Stadt keine bekomme.